Wir alle lieben unseren Klempner, Super Mario. Das Kultspiel, was viele tausende Menschen begeistert. Doch auch hier gibt es, wie ich schon in einigen Videos gezeigt habe, schlechte Kopien und auch sehr weirde Sachen. Und in diesem Video stelle ich euch wieder eine dieser schlechten Kopien vor. Fangen wir an, los geht's. Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute bin ich mal wieder nicht alleine. Mittlerweile ist dabei der Kenor Shio. Hallo, Kenor. Was war das? Ich habe die Schere gerade explodieren lassen mit meiner Kenny, man kann twerken. Und hallo. Black Cat ist auch dabei. Wieso kann man twerken? Und wir spielen heute Super Run Adventure Go Jungle. Das Spiel ist von Dream Cool Games, hat mehr als 1 Million Aufrufe, ist USK 6 und wurde am 27.07.2022 veröffentlicht. Und auch heute gehen wir wieder nach den Kriterien Steuerung, Grafik, Multiplayer, Werbung und Kreativität. Ich habe jetzt schon Werbung und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein ins erste Level, World 1. No thanks, ich möchte nicht bewerten. Ich bin in World 2. Was ist das denn? Was ist das? Also, ey, wenn du, also man kann twerken, ich finde das lustig. Jo, ich hab kurzzeitig einen Double Jump. Ja, man kann Double Jump und man kann sich an die Wand so ranheften. Das ist eigentlich voll okay. Das Game ist eigentlich richtig unbalanced. Ich hab Werbung. Alter, was ist das? Was ist das denn für ein Slime? Sind das Toms Exkremente? Scheiße, ich bin getroffen worden mit meiner Eichel. Bitte, was? Hier ist ein Dachs. Super Red Panda, das ist kein Dachs. Nein, nein, Scheiße, Mann, lass mich. Ich hab Tanuki. Oh, Tanuki. Ja. Oh, hier sind richtig Leichen. Ich will richtig. Nein, oh mein Gott. Was ist das denn? Also, Leute, das. Also, ich meine, die Steuerung ist sehr simpel. Alter, wieso hänge ich an der Wand und wieso guckt mein Arsch dabei so weit raus? Okay, oh Gott sei Dank, ich bin gerade ins Wasser gefallen. Man stirbt Gott sei Dank nicht, wenn man ins Wasser geht. Ach so, ich kann den Raum auch einfach überspringen, indem ich oben an der Wand drüber klettere. Ah, okay. Warte, da ist ein lila Stern. Ich will diesen lila Stern haben. Der ist geil. Der lila Stern ist richtig geil. Aber, Digga, ich bin einfach ein Panda auf Crack. Ich habe eine Eichel Oh mein Gott, warte bekommen. mal, bin ich over. Ich bin echt overpowered, Mann. Für 10 Also, Entschuldigung, wie kann ich die Eichel denn werfen? Man kann Eichel. Achso, man kann Eichel werfen. Ja, hä? Seit ab dem Was haben wir dritten denn Level. noch hier für Gegner? Wir haben Super Squid, Super Dog, Super Cat, Super Cabbage Dog, Super Fox. Als ob der Super Fox 5 € kostet. Fickt euch! Ja, super. Aber wenigstens. Hier. Super. Hä, warum habe ich jetzt ein Leben verloren? Ich bin nicht einmal gestorben. Ich bin keine Ahnung. Aber ich bin in World 3. Und du? Warte mal, hier. Was ist das denn? Super Red Panda. Digga, diese Eicheln haben auch wirklich Auto-Aim. Boah, erstmal Ich habe eine Werbung, ey. Steuererklärung mit Visa Steuergebühren. Ich bin ein roter Panda. Einfach ein paar Fragen Ja. beantworten. Ja. Okay, next Meine Hund hat level. irgendwie einen epileptischen Anfall oder so. Also ich, Hey, what the fuck? Okay, wie OP ist Alter. das? Alle 3 Minuten, also alle 10 Meter kommt so ein super Stern. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Jo, ich habe einen Baum umgeworfen. Ich habe Okay, eine Eichel auf meinen Baum geworfen und dann ist der also umgefallen. ich kann für 30 Cent eine Eichel werfen. Für 30 Münzen, wie, das ist ja Ich hab absolut teuer. Was soll der Warlocks. Scheiß? Ich kann eine Attacke mit meinem Schwanz ausführen. Bitte Ja, das was? ist wie so ein Tanuki-Dings da, das ist voll geil. Du wirst dann so. Mann, fickt euch alle, ich hasse euch. Jetzt kommt wieder der epileptische Anfall, wenn der über diese scheiß Rollen läuft. Das ist so lustig. Jetzt Oh bin ich mein gerade Gott, bei der ja. Rolle. Wieso rollt der Panzer nicht? Wieso werfe ich den Panzer? Und das sieht so scheiße aus. Was ist das? Es sieht aus, als ob keiner
ich hab schon wieder Werbung. Was ist das? Ich vergesse immer, dass ich einen Doppeljump hab. Und oh, wieso dauert dieses Spiel so fucking lange? Was ist das denn? Dass die irgendwie jedes Level fragen, ob ich bewerten möchte. Ja, das kannst du auch nicht wirklich. Also das kannst du nur bedingt umgehen. Was ist das denn? Was ist das denn für eine Supersternanimation? Wollt ihr mich verarschen? Ich hab 200 Punkte. Ich hab. Ey, als ob. Das ist einfach wie so eine Handgranate, so ein bisschen. Ja, du wirfst eine Handgranate. Okay, ich krieg jetzt Super Mario. Ich kriege Super Mario Run Werbung. Leute, warte mal kurz. Ich kriege Super Mario Run Werbung. Das ist unglaublich. Ich kriege diese Werbung gerade von Super Mario Run. Nee, noch nicht mal. Von Super Mario einfach nur. Und da steht drunter Super Billy's World Jump'n'Run. Selbst die Werbung klaut Super Mario. Ja. Warte, da oben ist ein Rohr. Ich will eigentlich ins Rohr. Ich will so schnell wie möglich das Level hier ab. Try this. Es ist eigentlich geil gemacht von der Steuerung her, aber der Rest ist irgendwie ganz weird. Ja, ich würde sagen, wenn du mal leveln bist, dann siehst du das nicht mehr so. Also ich werde mir gleich die Wasserlevel angucken. Ja. Wir gucken auf jeden Fall rein. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Aber was ich cool finde, ist, dass es einen Indikator gibt, wie lange dein Stern noch hält. Das ist zum Beispiel etwas, das. Das ist was Kreatives. Aber guck euch mal die Welten im Hintergrund an. Auch das, finde ich, ist ziemlich angelehnt. Ja, das ist nicht angelehnt. Das ist schlichtweg geklaut. Du spielst hier gerade Super Mario Bros. Oder sowas. Ja, das ist schon. Das ist Super Mario Bros. Super Mario Bros. Das ist warum. Alter, habt ihr schon mal den Sound gehört, wenn ihr auf diese Plattform springt? Was ist das denn für ein Sound? Schon wieder Werbung und ich will immer noch nicht dein Scheißspiel bewerten. Also machen wir hier gerade in gewisser Weise, aber anders als du dir das vorstellst. Soll ich davon mal ein Let's Play machen? Ein goldener Schleim. Ich bin immer noch in. Ach Gott, jetzt bin ich in dem Wasserlevel. Was ist das? Ein Axolotl! Ja, aber das Wasserlevel ist trotzdem. Was ist das? Oh mein Gott, ich krieg jetzt schon das Kotzen. Das ist. Next Level. Nein, immer noch einen Stern. Und nein, ich will euch nicht meine E-Mail verraten. Du musst spammen, damit du hochfliegen kannst. Was ist das? Genau. Und nein, ich bin gerade, glaube ich, in diesem Level, hast da, wo diese Rollen sind. Das hast du bestimmt gesehen. Was ist das denn für eine Run-Animation? Ah, hab ich mir auch gedacht. Epileptische Anfall. Ist der Sonic oder was? Was ist das? Bro, der Typ wird einfach gleich selbst zur Kugel. Mein Handy läuft einfach heiß, sobald ich an dieses Ding denke. Wieso kann ich eine Rübe aufheben und werfen? Was ist das denn? Ich werde heiß, sobald ich an Sonic denke. Münzen, gib mir die Münzen. Ja, gib mir den Stern, ich will Fische umbringen. Ach du Scheiße. Das ist kompletter Müll. Also ich finde, das wird unser neues Projekt, das wir alle zusammen zocken. Yes, ja, 5000. Mann, ja, Junge, ich hasse es jetzt schon, ich bin froh, wenn ich da gleich raus bin. Aber das ist halt so, keine Ahnung, ich finde, und diese Fake-Games sind immer so eine Hassliebe. Oh nein. Nein, ich bin in irgendeinem Kugelfisch. Nee, warte mal, ich dachte gerade, dass ich jetzt. Ich bin ein Kugelfisch. Junge, ich bin raus. Ich bin endlich raus aus dem Wasserlevel. Alter, das ist ja. Was ist das denn für ein Fiebertraum? Du willst nicht in der Welt ankommen. Alter, was ist das denn? Die Piranha-Pflanze sieht ja aus wie Scheiße. Nein, ich will euer Scheißspiel immer noch nicht bewerten. Doch willst du. Die sagen das jetzt so. Was ist das für ein Scheißvogel? Jo, ey, der wirft halt diese Scheißhandgranate mit 100 km gefühlt.
Ja. Schön, dass man auch so gut sieht, wo der Boden ist in diesem Level. Was ist das denn für ein Level? Ich meine, wie einfach kommt man denn an die Sterne und alles ran? Ich finde es halt lustig, wie man bei jeder Sprintanimation zittert. Oh mein Gott, also echt, das ist... Oh, ich bin erst in Welt 5, Leute. Ich bin... Flappy Birds! Hier sind Flappy Birds! Was na, ist für ein scheiß Fiebertraum? Echt jetzt? Ich check's nicht mehr. Als ob da Flappy Birds sind. Und nein, ich bin im Wasserlevel. Wie sieht das denn aus? Alter, warum ist der so fett? Warum ist der... Wenn du runterrutschst, dann streckt er dir seinen Arsch entgegen. Ich hab lila Bäume. Du hast einfach Tom gegessen. Ich hab lila Bäume. Das ist einfach... Ja, das ist einfach der also die Piranhas, die Piranha-Fische hier, die sehen auch seltsam aus. Ich meine die Cheep-Cheeps, also... Ja, Cheep-Cheeps. Das war's. Aber warte erst, bis du die Piranha-Pflanzen siehst, Alter. Das ist eine Zumutung. Aber wir nehmen uns dieses Spiel ausführlich vor und das wird jetzt nicht 15-Minuten-Video, sondern da gebe ich mir ein bisschen Mühe und wir gucken ein bisschen tiefer rein, was denn so alles hier so geklaut ist. Wie zum Beispiel Flappy Bird. Ja, vor allen Dingen, wenn das schon von meinen Kumpanen erklärt wird, dann werde ich mir das auf jeden Fall angucken. Nein, ich will euer Scheißspiel immer noch nicht bewerten. Zum 100. Mal. Oh nein, hier ist Lava. Oh nein, die Lava kommt auch. Oh nein! Ja. Hast du auch jedes Level diese Scheißfrage, ob du das bewerten möchtest? War nee, ich hab das nur alle zwei Level tatsächlich oder alle drei. Ich hab das nicht immer. Dafür hab ich jedes Mal Werbung. Ich hab kaum Werbung. Oh, hört ihr, habt ihr bei diesen großen Kugelfischen, habt ihr diesen Sound gehört? Das hört sich einfach an wie Yoshi. Das hat sich angehört wie Yoshi. Wuhu! Ich find's geil, wenn Tom versucht, das nachzumachen. Irgendwie süß. Ich hab nur einmal, wir haben so eine, ich weiß nicht genau was, das ist so eine Konsole, wo so 1000 Games drauf sind. Da ist Super Mario World, glaube ich, dabei gewesen. Das ist so ein uraltes Ding auf jeden Fall. Dann war's ein SNES. Ich glaube Mini Nintendo oder sowas hieß das so. Ganz komischer Name. Ich fällt dir gerade nicht ein. Super Mario World ist Super Nintendo. Nee, es ist keine Super Nintendo gewesen. Es ist ja genau, ich bin gestorben, okay, danke. Prämien, 25 Sekunden. Ich will keine Prämien. Nein, auf jeden Fall ist keine Super Nintendo gewesen. Es ist so ein Mini-Ding davon gewesen, wo viele verschiedene Games drauf sind. Zum Beispiel war da King Kong und sowas drauf und halt auch diverse Sports. Und da habe ich diese Wasserlevel auch aufs Übelste gehasst. Da war King Kong drauf. King Kong. Einfach. Ja, weißt du, wie das Ding heißt? Donkey Kong! Was für King Kong, Alter! Da war King Kong drauf. Sorry. Also. Ihr wisst, was ich meine. Eieieiei. Mann, mein Kopf macht aus Donkey Kong King Kong. Kann ich doch nichts dafür. Mein Kopf macht aus Kenny auch Tom. Was jetzt? Nein. Nein, ach du dummer Vogel, du. Ey, ich hab einen Namen. Oh, ich hab einen Magneten. Oh, scheiße, ich bin tot. Alter Verwalter, das, Ich glaube, ich habe einen Secret Exit. Was ist das, Flappy Bird? Hab ich auch gedacht. Hast doch gesagt, Flappy Bird kommt jetzt in Welt 7. Also Welt 7 gucken wir uns doch an und dann... Junge, das sind aber wirklich diese grünen Rohre und dann sind da so Vögel, die so hoch und runter fliegen. Was ist das denn für ein Vogel? Was ist das für ein Vogel? Der sieht aus wie Kenny. Ich hab einen Sakura-Baum gefunden. Oh scheiße, nein, lass mich. Wie sieht der aus? Was nochmal? Erzähl mal.
Ja, sind Sakura-Bomben, das sind diese japanischen Kirschbäume. Nein, oh mein Gott, diese Piranha-Pflanzen sehen ja wirklich hässlich aus. Ja, in dem Baum. Was ist denn das für eine scheiß Animation? Ich bin in dem Baum drin, aber irgendwie auch nicht. Ich mache jetzt noch bis Level 10, weil ich glaube, dass ich dann einen Boss habe und ich hab Bock auf den Boss. Ja, okay. Ich denke, Level 10 wäre eine gute Idee. Dann kann ich mir den Boss auch nochmal ansehen und danach kommen wir zur Bewertung. Aua. Ah! Was machen diese rosa Schnecken? Das sieht aus, als würde die irgendwas. Digga, die, ich glaube, die holt sich gerade einen runter. Ja, das sah wirklich so aus. Oh nein, Lava. Warte mal, ich bin Lava. Wie schlimm. Oh nein. Scheiße, ich brenne. Guck mal, der Hintergrund ist einfach absolut scheiße. Was ist das? Ich habe einen Magneten. Ich habe einen Magneten. So, als ob das sowas voll unlogisches wäre. Ich will keine Prämie, immer noch. Level. Welt 10 hat nicht mal einen Boss. Das ist so sad. Obwohl es ein Lava-Level ist. Ich hab gerade. Oh, ja, das heißt, Piranha-Pflanze Gold. Ich hab keinen Bock mehr auf das Game. Wieso ist da ein Flappy Bird hinterm Ziel? Was soll der Scheiß? Kommt kein Boss nach Level 10? Nein, kommt nicht. Dann habe ich genug gesehen, denke ich. Ich auch. Kommen wir zur Bewertung. Kommen wir zur Bewertung von Super Run Adventure Go Jungle. What the fuck? Was die Steuerung angeht, die Steuerung war sogar relativ in Ordnung. Also die Tasten haben halt das gemacht, was sie sollten. Mal abgesehen von den Wasserleveln, die waren etwas schwammig. Deswegen geben wir da 4 von 5 Punkten. Naja, die Grafik. Also es war eigentlich super hässlich, um ehrlich zu sein. ich war irgendwie in dem Baum drin und dann wieder doch nicht. Also es ist nur eins von den ganzen Beispielen und ansonsten war es halt auch nicht wirklich geil. Naja, 5. Multiplayer, naja, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, gab's halt nicht. Deswegen sind es da einfach ganz langweilige 0 von 5 Punkten. Die Werbung penetrant. Man wurde fast nach jedem Level gefragt, ob man dieses Spiel bewerten muss. Und man konnte nicht auf Nein klicken, sondern man musste es bewerten. Aber ich habe schon penetrantere Werbung gesehen. Deswegen gab's da 1 von 5 Punkten. Ja, kreativ war es auch nicht wirklich. Es hatte teils Flappy Bird Sachen und dann war es einfach nur Super Mario mit einer fetten Nase. Und ansonsten, also das Geilste war halt, dass man twerken konnte. Dafür gibt es halt einen Punkt. Damit kommen wir auf eine Gesamtpunktzahl von 7 von 25 Punkten, was derbe schlecht ist. Ja, ladet es hier nicht herunter, also würde ich jetzt nicht empfehlen. Falls ihr es trotzdem testen wollt, ist das Spiel natürlich wie in meiner Videobeschreibung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Like da. Vielen Dank an Black Cat, der seit langer Zeit mal wieder mitgemacht hat. Ich habe ja neulich, wurde ich darauf angeschrieben, dass ja Black Cat mal wieder öfter mitmachen soll. Und deswegen ist er auch heute hier. Oh. Und ja, vielen Dank auch an Keno Shio, der natürlich wieder dabei war. Und wir sehen uns bestimmt im nächsten Copy- bzw. Fake-Game wieder. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Haut rein und tschüss. Ciao. Tschüss.